Vom Hessischen Rundfunk zum ersten Mal in diesem Jahr ein Beitrag aus der Reihe Ein Platz für Tiere von und mit. Bang! The Frank is in the Valley. Wir wollen heute, bevor der Winter hier ganz vorbei ist, mal gucken, ob die Peggy uns noch ein paar Adler übrig gelassen hat. Der Frank ist schon in Peekskill, während ich mein Auto hier aus der Garage rausrangiere. Und er ist da schon mit seiner Drohne unterwegs. Die Adler verscheuchen vermutlich. Naja, wir fahren mal so ein bisschen am Fluss hoch und runter. Kalt genug ist es auf jeden Fall noch. Und mal sehen, ob wir eine von diesen dicken hessischen Krähen auf ein Foto kriegen. Da drüben steht jemand, der spricht in ein kleines Stöckchen rein. Wenn das mal nicht der Frank ist. So, Park Nummer 1. Dessen Name ich jetzt vergessen habe. Ich glaube, der heißt George Islands Park. Aber die Peggy wird mich da bestimmt korrigieren, wenn das falsch ist. Der Frank hat sich jetzt mal mein Rohr an die Camorra getan. Da kriege ich wenigstens schon mal keine kalten Finger. Guck mal hier, steht hier gut. So großen Dinge kennt deine Frau dich gar nicht. Ich hab's vergessen. Ich habe es mir gestern auf YouTube angeguckt. Auf jeden Fall habe ich anstatt vom Punktfokus auf irgendwie so einen Bereichsfokus eingestellt. Matrixfokus vielleicht? Ich habe keine Ahnung, wie das Ding heißt. Also wie gesagt, wir sind aber absolute Spezialisten am Werk und wir gehen jetzt einfach mal. Ja, ich mache hier den Kameramann. Ist adlerfrei. Mission accomplished. Jetzt gucken wir mal, ob wir aufs Kolpinggelände drauf kommen. Das ist hier 100 Meter den Fluss hoch. Vielleicht gibt es da ja Adlers. Ja, Station Nummer 2, Kolping. Hier fliegen große Krähen rum. Da gucken wir jetzt mal. Also ich bin mir nicht sicher. Das könnten junge Adler sein. Die haben noch keinen weißen Kopf, sind aber doch recht große Vögel. Aber der Frank, der zoomt sich jetzt mal ran da. Das war ein fertiger. Der sitzt jetzt gleich da. Bäm! Weißer Kopf, weißer Schwanz. Wie bei mir. We'll be right back.
haben wir gerade eine Serie. Vier dicke Vögel kreisen über uns. Da ist auch noch einer. Es geht aber ab hier. Die haben sich abgesprochen. Sechs Stück. Wirst du auf dem Pocket natürlich nichts sehen. Der ist jetzt wirklich tief geflogen. Das sieht man vielleicht sogar hier auf der Kamera. Jetzt sind wir auf dem Weg zu Peggys Geheimspot in Verblenk. Und jetzt hier über dem Lake Mihaw hat der Frank ein paar Adlers gesehen. Jetzt sind wir in Verblenk an Peggys Geheimspot. Burschen um einen Fisch gestritten. Ich glaube, Frank hat es erwischt. Das soll es jetzt also auch von mir gewesen sein. Das ist jetzt bestimmt wieder so eher so ein Behind-the-Scenes-Frank-Knipst-Vlog geworden. Weil, ja, wir sind erfolgreich am Hudson entlang und haben ein paar dicke Vögel erlebt. Ja, aber ich lasse dir natürlich ein paar Aufnahmen zukommen. Wir werden uns gegenseitig die Aufnahmen ein bisschen, ein bisschen zukommen lassen. Genau, und ihr müsst dann raten, was von welcher Kamera kommt. So, jetzt Kaffee. Macht's gut. Genau. Tschüss. Das Kormoranweibchen sitzt auf dem Nest. Als Geschenk nimmt sie von dem Männchen einen Büschel entgegen und lässt sich dann besteigen und begatten.